Hallo und herzlich willkommen zurück bei Book of Unwritten Tales Teil 2. Und oh. Sehr interessante Karte. Wir wollen nicht in den Wald, wir wollen zurück ans Lagerfeuer. Mal sehen, ob wir da vielleicht irgendwas Interessantes... Wusste ich doch, dass ich den Hallo. Weg vom Schloss hierher zurückfinden würde. Und ich bin noch fast gar nicht in zwei Felsspalten gestürzt oder... zweimal dieselbe. Gut gemacht. Na dann perfekt. So. Das Feuer brennt immer noch munter. Esther wird es die ganze Nacht nicht erlöschen lassen. Da bin ich mir sicher. Kann ich die Maden darin irgendwie... Ich habe hier diese dicken, glitschigen, weißen Maden. Ah, die kenne ich. Eine von denen steckte mir mal für 2 Tage im linken Nasenloch, als man mir den Kopf abgeschlagen hatte. Ich dachte, vielleicht könnte man sie braten. Hast du etwas gegen meine Würstchen? Nein, nein. Ich brauche nur helles Fleisch für einen Salat. Solange ich ihn nicht essen muss, gib her. Perfekt, da haben wir sie. Das war die letzte. Sehen gar nicht mal so unappetitlich aus. Danke. Hashtag Dschungelcamp? Wie der Vater, so der Sohn. Sie haben sich etwas Ruhe nach den letzten Tagen verdient. So, sobald ich das Gepäck. Buch aus der Truhe habe, steht mir eine lange Heimreise bevor. Ich weiß nicht, wer von den anderen mitkommt. Wenn ich sie darum bitten würde, kämen bestimmt alle. Aber in Seefels könnte es gefährlich werden und ich will nicht, dass jemand von ihnen verletzt wird. Das ist sehr löblich. So, wie sieht's hier aus? Können wir hier noch irgendwas machen? Halb verbranntes Holz, Asche und Holzkohlestückchen neben dem Feuer. Bevor wir aufbrechen, sollten wir hier für Ordnung sorgen. Das ist eine sehr gute Idee. Das Feuer brennt immer noch munter. Esther? Ja? Was ist... Die beiden hat es umgehauen, was? Ja, sie müssen ihre Batterien wieder aufladen. Du solltest dich auch etwas ausruhen, Wilbur. Du musst doch längst am Ende deiner Kräfte sein. Soll ich dir vielleicht etwas zu essen machen? Hast du schon? Etwas zu essen wäre großartig. Ich habe Hunger, seit wir hier angekommen sind. Dann mache ich dir ein Würstchen. Das sind Timmys Lieblingswürstchen. Ich wollte ihm damit heute Abend eine Freude machen. Ich werde ihm helfen, Esther, ganz bestimmt. Ich weiß. Sei nur vorsichtig mit dem kleinen Kerl. Solange er mit mir vorsichtig ist. Fertig. Vorsicht, heiß. Danke. Kann ich damit vielleicht... Timmy irgendwie? Könnte ich noch ein Würstchen haben? Aber natürlich. Ich könnte es hier aushalten, weißt du? Jetzt, wo der Spuk vorbei ist. Dann bist du also kein Stadtzombie? Menschen müssen sich an uns gewöhnen. In der Stadt trifft man ständig neue Leute. Hier auf dem Land muss man jeden nur einmal überzeugen, dass man ihnen nicht die Haut vom Gesicht nagen will. Fertig. Vorsicht, heiß. Danke. Okay. Du siehst nachdenklich aus. Ich habe darüber nachgedacht, was für ein glückliches Mädchen ich bin. Ich habe einen Partner, der mich liebt und einen tollen Sohn. Alle sind gesund und wir sind zusammen. Irgendwie denkt man über diese Dinge immer nur dann nach, wenn etwas Schlimmes passiert ist oder beinahe passiert wäre. Ja. Ich glaube, das Buch befindet sich in einer großen Truhe im Schloss, die mit 7 Siegeln verschlossen ist. Kann ich dir helfen? Weißt du, was öffnen... Weißt du zufällig, was das Wort für öffnen in der Sprache der Ratten ist? Keine Ahnung. Timmy hat immer ganz normal mit mir gesprochen. Und Ethel auch. Ja. Vermutlich sprechen sie nur untereinander in ihrer Sprache. Bis später, Esther. Ich muss weiter. Bis dann.
Okay, hier können wir nichts mehr großartig machen, wenn ich mir das so anschaue. Dann schauen wir jetzt runter in die Stadt. Würde ich sagen. Nickt er langsam ein oder kommt mir das gerade so vor? So, hier können wir eigentlich auch nichts Großartiges anderes machen. Schauen wir mal zu ihm rein. Vielleicht hatte er ja irgendwas Neues. Herr Whale sieht nun weniger ängstlich und gestresst aus. Dabei steht ihm eine große Aufgabe bevor. Er muss das Dorf wieder mit Leben füllen. Hallo, Herr Bürgermeister. Hallo, Herr Wetterquarz. Und wie geht es Ihnen, so ganz ohne Angst? Fühlt sich gut an. Endlich habe ich Zeit, mich um neue Einwohner fürs Dorf zu kümmern. Hört, hört. Wie ist Ihr Plan? Ich dachte an eine Zeitungsanzeige. Düsterdorf. Verlassenes Dorf in verhexter Region sucht Bürger, welche die Häuser der zuvor verschleppten und ermordeten Dorfbewohner beziehen wollen. Wie klingt das? Weiß nicht. Ja. Meine Freunde oben am Lagerfeuer könnten eines der Häuser beziehen. Sie sind sehr nett und Gulliver und Nate sind geschickte Handwerker. Sie würden das Dorf in 0, nichts wieder auf Vordermann bringen. Ich denke nicht, dass wir solche hier haben wollen. Aber das ist unfair. Stellen Sie sich vor, Sie sind Familienvater und hätten sich nie etwas zu Schulden kommen lassen. Sie und Ihre Frau arbeiten hart, Sie haben einen tollen Sohn und dann kommen Sie in ein Dorf, das dringend Bewohner sucht. Ja, aber es sind Zombies. Nein, es geht um Sie und Ihre Familie. Aber im Dorf lebt ein Zombie und der will Sie und Ihre Frau und Ihr Kind nicht, weil Sie anders sind. Er will nicht einmal mit Ihnen reden. Was würden Sie von so jemandem halten, hm? Naja, so kann man das nicht. Also, ich könnte ja mal mit Ihren Freunden reden. Tun Sie das. Okay. Verkaufen Sie vielleicht Salat? Nee, das hier ist ein Abenteurerladen. Abenteurer essen keinen Salat. Sie gehen in den Wald und erlegen ein Wildschwein. Dann haben Sie wohl auch keine Hähnchenbrustfilets. Nee. Und Salatdressing? Essig und Öl? Auch nicht. Naja, Öl habe ich. Einige Krieger reiben sich damit gerne die Muskeln ein, damit sie in der Sonne glänzen. Dann hätte ich das gerne. Wenn du mir versprichst, dass du dich nicht vor meinen Augen damit einreibst, gebe ich es dir sogar umsonst. Na, perfekt, haben wir das Öl. Und seine rassistische Einstellung gegenüber Zombies finde ich ja nicht besonders gut. Wissen Sie, was öffnen in der Sprache der Ratten heißt? Ich könnte dir verraten, was willst du mich verarschen in der Sprache des Düsterwalds heißt. Hab ja nur gefragt. Ich denke, ich gehe dann mal weiter. Wie geht es Miss Kiki? Hat sie ihre Klauen schon im Grafen versenkt? Was meinen Sie damit? Ein heißer Feger wie Miss Kiki dürfte ungeduldig werden, wenn sie nicht bald sein Gold erben und hier verschwinden kann. Ich hoffe, der Graf ist vorsichtig. Aber die beiden lieben sich doch. Sie haben sich per Zeitungsanzeige kennengelernt und... Und es ist nicht sehr nett, so etwas von anderen Leuten zu denken, Herr Whale. Tsch! Ja. So, hier scheint es wohl nichts mehr zum Gehen. Dann bringen wir doch oben gleich den Zombies, Gulliver und den anderen. Oh, was? Hallo? War das? Muss mich getäuscht haben. Das kam doch aus dem. Wo kam das her? Kam das aus dem Wald oder? Wir gucken mal rüber. Ich glaube, ich gehe doch in Richtung Wald. Vielleicht hätten die Dorfbewohner weniger schnell Angst bekommen, wenn es hier nicht so gruselig wäre. Die ganze Gegend ist bekannt für ihre Spukgeschichten. Okay, wir probieren es mal. Wir schauen mal. Nee, da kam jetzt nichts.
Gehen wir rüber zur Lichtung oder... Moment, ich habe ja noch... nee, falsches. Ich will die Karte. Und dann schauen wir mal, ob wir... Nee, damit lande ich ja nur im Buch. Ich will eigentlich zur Lichtung. Beziehungsweise zum Baum. Mal sehen. Na, schon wieder das falsche Menü klickt. Okay, hiermit lande ich nur am Eingang vom Wald. Sollen wir gucken? An den Baum hatte Lissy ihren Köder für Timmy angebracht. Einen blutigen Stofffetzen. Vielleicht ist es ein gutes Zeichen, dass Timmy sich davon nicht anlocken ließ. Was ob Lissy ihre Baum? Werwolfsfalle mitgenommen hat? Oder liegt sie noch immer dort unter dem Laub? Wenn die Falle noch da ist, könnte sie mir helfen, Timmy zu fangen. Es wäre eine gute Möglichkeit, Timmy festzusetzen, ohne ihm weh zu tun. Ja, dann gucken wir doch nach. Wie können wir das mit einem Stecken vielleicht? Da! Die Falle ist noch da. Okay, irgendwas scheint gerade mit dem Ton jetzt nicht zu stimmen. Okay, also die Falle ist noch da. Warte mal, wir haben doch das Würstchen von Timmy. Nein, ich will's nicht. Oh, das habe ich gebraucht. Jetzt noch ein paar Stunden Schlaf, das wäre es. Aber erst muss ich das Buch haben. Wenn noch ein wenig Timmy im Werwolf steckt, muss das funktionieren. Timmy liebt Bratwürstchen. Oh nein, er ist glatt drüber gesprungen. Ganz ruhig, Timmy. Au! Ich weiß, dass du da drin bist, Timmy. Ein Werwolf hat bestimmt kein Interesse an Bratwürstchen. Das warst du. Kämpfe dagegen an. Okay, das wird wohl nichts. Aber wir haben ihn jetzt mal. Timmy, bist du da drin? Irgendwo unter all den Muskeln und Zähnen steckt eine verängstigte Ratte. Ich weiß es. Okay, was ist mit Timmys Halstuch? Kriegen wir das irgendwie? Nee. Das alte Ödel ist für den Salat, das hier auch. Ich glaube, dann gehen wir mal hoch wieder. Beziehungsweise, ich wollte jetzt ganz schnell... die Zombies einladen, dass sie ins Dorf kommen dürfen. Esther? Ja? Timmy ist mir im Wald in die Falle gegangen. Geht es ihm gut? Er ist immer noch eine wilde Wehrratte. Abgesehen davon, ja. Und wenigstens kann er sich und andere nun nicht mehr verletzen. Du musst ihn trotzdem schnell zurückverwandeln, Wilbur. Ich tue mein Bestes. Bis später, Esther. Ich muss weiter. Bis dann. Okay, den haben wir. An die Lichtung komme ich jetzt gar nicht mehr hin. Oder? Ach nee, ich komme zur Höhle. Was war hier los? Habe ich hier irgendwie die Weinflasche und ich kann nach draußen. Ob die Angst den Wein getrunken hat? Oder war es eher der letzte Schluck eines Unglücklichen, den sie hierher getrieben hat? Ja, nehmen wir die mal mit. Der Wein muss schon lange hier stehen.
Er ist ganz sauer geworden. Altes Rätsel, was wird aus altem Wein? Es ist traurig, wenn man bedenkt, dass all diese Dinge nie wieder von ihren Besitzern benutzt werden können. Wer weiß, wem diese Flöte mal gehört hat. Er oder sie hätte sie sicherlich gerne noch viele Jahre gespielt. Ja, nehmen wir. Vielleicht kann ich ihr einen neuen Sinn geben. Ja, vielleicht können wir ja die bei Timmy irgendwie nutzen. Hier gibt's nichts mehr großartig zu tun. Ich möchte kurz zu Timmy fahren. Hallo Timmy. Bringt unsere Flöte hier irgendwas? Ich bin kein guter Flötenspieler und sollte vielleicht nicht unbedingt in Reichweite einer wütenden Wehrratte üben. Okay. Der Wein wird ja logischerweise auch nicht damit gehen. Essig, Öl. Was mit ihm da ein bisschen Wasser bringen? Geht auch nicht. Nee, geht irgendwie alles noch nicht. Irgendwo unter all den ich muss nur einen Weg. Okay. Gucken wir zurück. Hoch zum Grafen. Oh, schon wieder falsch geklickt. Hoch zum Schloss. Okay. Ach, na guck mal, es war im... Hallo? Wer ist da? Meister Alistair? Geht es Ihnen gut, Erzmagier? Hat Ivo Sie zurückverwandelt? Und warum kommen Sie nicht her? Sie könnten doch ein Portal öffnen. Ein Geist über irgendeiner Zeichnung. Ich verstehe nicht, Erzmagier. Was bedeutet das? Erzmagier? Meister Alistair? Er ist weg. Neue Zeichnung. Das ist doch mehr als merkwürdig. Warum versucht Meister Alistair durch den Spiegel Kontakt zu mir aufzunehmen? Und es wirkte, als hätte er nicht die Kraft gehabt zu bleiben. Natürlich, er ist noch verwandelt und kann deswegen seine Magie nicht richtig nutzen. Ein Geist über einem Symbol. Vielleicht soll ich ihn beschwören? Gute Frage. Er hätte ja auch einfach den Text irgendwie schreiben können. Können wir mit dem Ofen irgendwas machen oder die Flöte hier? Nee. Schauen wir mal nochmal hier vor zur Truhe. Aber da wird sicherlich auch nichts gehen. Ich denke, wir werden sicherlich... Nee, die geht nicht. Was mit der Schale? Timmys Halstuch geht auch nicht. Ja, kümmern wir uns erstmal um das leckere Essen. Ich möchte jetzt endlich wissen, was der Vampir dann hier anstellen wird. Gut, dann verwenden wir erstmal das Öl hier. Fehlt nur noch Essig. Den haben wir hier. Essig und Öl. Okay. Warum sagen eigentlich immer alle, Kochen wäre nicht so leicht, wie es aussieht? Ja. Jetzt bestes noch die Fleisch. Und sieht sogar fast aus wie Hähnchenbrust. Rucola-Salat mit Essig und Öl und Hähnchenbruststreifen à la Wilbur. Das erste und vermutlich auch letzte Essen, das ich in diesem Schloss zubereitet habe. Ja, gucken wir mal. Was sagt Graf Schreck jetzt dazu? Oh, das Essen sieht ja schon aus. Herr Graf? Ja, Igor. Ich habe den Tisch gedeckt. Ist es Ihnen so recht? Nein. Irgendwas fehlt noch. Ich will meine Verlobte beeindrucken. Sehr wohl, Herr Graf. Okay. Sind Sie sicher, dass Ihre Verlobte es
gut mit ihnen meint? Das werden wir heute Nacht erfahren, nicht wahr? Ich möchte keine Gerüchte verbreiten, aber Herr Whale aus dem Dorf, er meint, Miss Kiki könnte es eventuell auch auf etwas anderes als Liebe abgesehen haben. Oh, das habe ich auch. Ja, aber ich meine nicht Freundschaft und Fürsorge. Sie wird nicht die erste Miss Shrek sein, Igor. Und vermutlich auch nicht die letzte. Ich weiß, wer sie ist und weiß, mit ihr umzugehen. Also gut. Der arme Graf. Na. Er meint, sie zu kennen und glaubt, sie liebt ihn. Da geht's heute Abend noch ab, Knickknack hier. Wow. Haben Sie eine Ahnung, wie man Geister beschwören kann? Warum sollte ich? Das Letzte, was ich gebrauchen kann, ist ein herumheulendes Schlossgespenst, das meine jungen Gemahlinnen verängstigen könnte. Okay. Ich muss weiterarbeiten. Ja, gut, dann schauen wir mal weiter. Allerdings, für einen Igor bist du ziemlich geschwätzig. Ja, Entschuldigung. Nee, geht nicht. Stelle den Napf. Ich glaube, der Graf erwartet etwas feineres Geschirr, wenn er seine Verlobte beeindrucken will. Was ist mit dem Glas? Geht auch nicht. Nee. Okay, irgendwas fehlt noch. Was hat es mit der Flöte auf sich? Für irgendwas muss sie gut sein. Die Ratsvorsitzende muss diese Suchbefehle in alle Herren Länder geschickt haben, wenn einer von ihnen es sogar bis in den Düsterwald geschafft hat. Ich muss vorsichtig sein, wenn ich nicht in Ketten zurück nach Seefels gebracht werden will. Okay, können wir die Flöte irgendwie anwenden hier? Nein. Ich bin gerade echt ein bisschen ratlos. Schauen wir nochmal in die Schublade, ob es da irgendwas gibt. Nein, nichts mehr, was mich interessieren könnte. Räucherstäbchen? Die hätte ich in einem alten... Ja. Okay, damit kann ich auch nichts anfangen. Was ist mit der Weinflasche? Für den Wein scheint Graf Schreck keinen Diener zu benötigen. Er schenkt sich selber nach. Kann ich den irgendwie austauschen? Nee. Okay. Schweres Glas geht auch nicht. Was ist mit der Kordel? Nee, geht nicht. Irgendwas muss hier jetzt doch sein. Wir haben den Salat. Ah, benutze den Kerzenständer und stelle ihn auf den Tisch. Ach, so einfach. Alles bereit fürs große Dinner. Will ich ja wohl auch sagen. Dann geben wir ihm Bescheid. Was sagt er? Herr Graf? Ja, Igor? Ich habe den Tisch gedeckt. Ist es Ihnen so recht? Ja, sehr schön. Danke, Herr Graf. Ich habe den Salat für die Lady zubereitet. Rucola-Salat mit Essig und Öl und Hähnchenbruststreifen? Oh, so, ja. Ist es. Ausgezeichnet. Ziehe an der Schnur, Igor, dann weiß mein Täubchen, dass es Zeit zum Essen ist. Na, dann machen wir das doch. Oh, jetzt wird's lecker. Und wie kann ich dafür sorgen, dass die Glocke in Miss Kikis Zimmer klingelt?
Es kommt darauf an, wie starr du ziehst. Ziehe mal etwas stärker als mittelstark zu Anfang und dann etwa ein Drittel weniger am Ende. Okay. Nein, mittelstark am Anfang, dann etwas weniger am Ende. Nein, das waren die Ställe. Warum tust du nicht einfach, was ich sage? Na also, geht doch. Ich brauche dich heute nicht mehr, Igor. Ich werde den Rest des Abends und die Nacht mit meiner Verlobten verbringen. Sehr wohl, Graf Schreck. Ja. Okay. Dann haben wir schon genau das Richtige. Sollen wir den jetzt hier... Reden wir doch. Ich denke, ich kümmere mich lieber um meine Aufgaben. Der Herr Graf mag keine geschwätzigen Angestellten. Kommt sie jetzt? Oh ja, da läuft sie. Hey, Kurzer! Oh, hallo, Miss Kiki. Was ist hier los? Wo ist das Gold? Gold? Ja, oder Schmuck, Edelsteine, all das. Ich habe nichts gefunden. Vielleicht ist der Graf nicht so reich. Ein Graf, der in so einem exzentrischen Schloss lebt? Natürlich ist er reich. Ja, die Frage ist nur, wo er seine Schätze versteckt hat. Hey, was ist damit? Vielleicht können wir gemeinsam wegen die Truhe öffnen? Wegen der wollte ich mit Ihnen sprechen. Sie ist mit 7 Siegeln gesichert. Vielleicht können Sie eines davon öffnen. Was glaubst du, was drin ist? Es wird die letzte sein, aber ich möchte die anderen Sätze auch noch hören. Nichts, glaube ich. Du solltest dringend lernen, besser zu lügen. Aber dass du es versuchst, sagt mir, dass darin etwas Wertvolles sein muss. Also schön. Oh ja. Das weiß ich nicht, aber es ist sehr wichtig. Wenn es für jemanden wichtig ist, ist es für diesen jemand auch wertvoll. Und du willst es also stehlen? Naja, stehlen. Ich bin dabei. Es gehört ja sowieso schon praktisch mir als zukünftige Gräfin. Was muss ich tun? Kommen Sie mit. Okay, wofür könnten wir Kiki brauchen? Die Naivline? Einfach das Siegel dort öffnen. Warum machst du das nicht selber? Kann ich nicht. Es muss von jemand ganz Speziellem geöffnet werden. Ah, verstehe. Hier ist eine weibliche Hand gefragt. Etwas in der Art. Oh ja. Die Perspektive ist natürlich auch für die Männer hier. Das war's? Das war's. Gut zu wissen, dass sie es öffnen konnten. Sag Bescheid, sobald du das Ding offen hast. Und lass dir ja nicht einfallen, einfach mit meinem Buch zu verschwinden. Sehr wohl, Madame. Ich werde jetzt den alten Sack bespaßen. Wäre doch gelacht, wenn ich ihm nicht aus der Nase ziehen könnte, wo er seine anderen Schätze versteckt hat. Naja, okay. Das war das erste Siegel. Oder dritte, je nachdem, wie man zählt. Okay. Dieses Siegel wird von einem unsichtbaren Schlüssel... Was soll das sein? Kann das hier sein, dass wir hier Flöte irgendwo drauf anwenden müssen? Nee. Das auch nicht. Dieses Siegel öffnet der Hauch des Todes. Das Siegel soll sich öffnen, wenn man das Wort öffnen in der Sprache der Ratten sagt. Offensichtlich kommt... Hier, Rattenfänger von Hameln? Nee. Der wahrlich größte Magier aller Zeiten. Wer war das für einen Egomanen wie Ashcroft van Buren? Erzmagier Alistair? Oder... Natürlich! Er meint sich selber. Was ein Problem darstellt. Der Sinn der Siegel ist zu verhindern, dass irgendjemand anderes als van Buren die Truhe öffnen kann.
Nur zu verständlich, dass es ein Siegel gibt, das nur vom wahrlich größten Magier aller Zeiten, von ihm selber, geöffnet werden kann. Van Buren deutet auf einen Schlüssel. Will er mich damit verhöhnen? Der unsichtbare Schlüssel, der für jeden sichtbar ist. Er liegt auf einem... Könnte das der unsichtbare Schlüssel, der für jeden sichtbar ist, sein? Nur, wo ist er? Puh, das ist nur ein Bild. Wie sollte ich... Oder ist es... Das ist ein ziemlich cleverer Trick. Yep. Finde ich auch. Dieses Siegel wird von einem unsichtbaren Schlüssel, der für... Was soll das sein? Ja, hier, der hier, Eumelchen. Coolomat. Das war einfach. Damit sind schon mal mehr als die Hälfte der Siegel offen. Okay, die restlichen drei brauchen wir noch. Ratten und so weiter. Nur wo können wir jetzt hingehen? Ich liebe dieses Bild mit dem Hasenvieh und so weiter. Ist echt cool gemacht. Na, können wir. Der Graf hat mir verboten, dort hinaufzugehen. Und ausnahmsweise werde ich mich an das Verbot halten. Das Schloss ist baufällig und das Buch dürfte ohnehin in der Truhe sein. Okay, das heißt, wir haben hier jetzt... Sollen wir mal rüber gucken, was jetzt hier bei den anderen ist, beim Essen? Oh, das würde mich schon interessieren. Oh ja, Baby. Großer Bissen nehmen. Und der alte... Oh, das ist... Okay, und mit diesen Eindrücken lasse ich euch jetzt für heute in Ruhe. Es ist echt eklig. Man kann aber auch irgendwie nicht weggucken. Ja, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen zu einer neuen Runde hier bei Hugh Hefner und...